Hallo, ein Vitamin B12-Mangel kann gravierende Folgen für die Leistungsfähigkeit und die Entwicklung des Gehirns haben. Vitamin B12 hat sehr vielfältige gesundheitliche Wirkungen. Es unterstützt die Blutbildung bei den Erythrozyten. Es sorgt für eine reibungslose Funktion des Nervensystems und es beeinflusst massiv unser Gehirn und die Gehirnfunktionen. Bei einem B12-Mangel kann es nämlich zu Demenz und Alzheimer kommen, aber dazu jetzt mal genauer. Je weniger Vitamin B12 sich im Körper befindet, also je größer der Mangel ist, desto kleiner wird das Gehirn. Ja, es kann tatsächlich passieren, dass das Gehirn dann schrumpft. Das nennt man übrigens auch Gehirnatrophie. In einer Studie aus dem Jahr 2011 hat man genau das gezeigt. Man hat 120 Menschen über 65 Jahren untersucht und dabei festgestellt, wenn 4 von 5 Markern, die auf einen B12-Mangel hinweisen, ja, dann ist das Gehirn kleiner und die Folgen sind extrem schlecht. Dann sind nämlich die kognitiven Fähigkeiten des Gehirns beeinträchtigt und die Leistung sinkt. Dass ein starker Vitamin B12-Mangel schwerwiegende Folgen haben kann, ist bekannt. Aber schon ein schwacher Mangel kann schon sehr unangenehme Folgen haben, wie Leistungsabfall, Konzentrationsprobleme, Taubheit bis hin zu Lähmungen, Depressionen oder Entwicklungsstörungen, um nur mal ein paar zu nennen. Um das zu verstehen, muss man sich aber auch mal die Ursachen vor Augen führen bei einem B12-Mangel. Häufig sind nämlich Magen-Darm-Probleme oder Medikamente die Ursache. Zum Beispiel Magensäureblocker, ne, die reduzieren die Säurebildung. Was dann aber dazu führt, dass der wichtige Intrinsic Factor nicht mehr gebildet werden kann. Na, der wird in der Magenschleimhaut nämlich gebildet und ohne Intrinsic Factor findet auch keine Aufnahme von Vitamin B12 im Darm statt. Intrinsic Factor wird zwingend für die Aufnahme benötigt. In Schweden hat man bei 271 Menschen über 65 Jahren die Holotranscobalamin-Werte untersucht. Das ist quasi das im Körper verfügbare Vitamin B12. Und zudem hat man die Homozysteinwerte untersucht, also ein Marker, der für B12-Mangel spricht. Das Ergebnis der Studie: Nach 7 Jahren hatten 17 Menschen Alzheimer. Und dabei war besonders interessant, selbst der kleinste Anstieg von Homozystein hat bereits zu einem Anstieg des Alzheimer-Risikos geführt. Andererseits hat bereits der kleinste Abfall, also die kleinste Reduzierung des Homozysteins, ebenfalls zu einer Reduzierung des Alzheimer-Risikos geführt. Auch in jungen Jahren kann ein B12-Mangel lebensverändernde Auswirkungen haben. So kann es nämlich zu neuropsychischen Störungen kommen. Man hat festgestellt, dass bei autistischen Kindern nur rund ein Drittel der üblichen, also nur ein Drittel der Kinder, na, übliche B12-Werte erzielen. Und in diesem Fall hat man die B12-Werte nicht aus dem Blut, sondern im Gehirn gemessen. Und hierzu ist zu sagen, ein Mangel im Gehirn ist im Blut meistens noch gar nicht sichtbar. Das ist das nächste Problem bei der Diagnostik, weil normalerweise wird ja immer der Blutwert gemessen. Na, die betroffenen Kinder aus dieser Studie, die kämpfen mit starken Entwicklungsverzögerungen wie gestörte Lernfähigkeit oder gestörtes Erinnerungsvermögen. So, ich hoffe, du bist jetzt mal in Richtung B12-Mangel, ja, auf jeden Fall schlauer geworden und da auch sensibler in die Richtung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir gerne deinen Daumen nach oben, abonniere den Kanal unter dem Video, falls du es noch nicht getan hast, und aktiviere auch gleich die Glocke. So, ich wünsche dir nur beste Gesundheit und wir sehen uns beim nächsten Mal.